wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und ich finde das richtig, richtig gut, dass die Fans überleben. Und ja, so muss das auch sein, finde ich. Das finde ich auch. Aber nicht nur die Werder-Fans im Stadion haben unsere Mannschaft so ein bisschen getröstet, sondern auch online. Beispielsweise gab: Ich werde einer Ehe niemals näher sein als mit meinem Fußballverein. In guten, wie auch heute, mal wieder in rabenschwarzen Zeiten. Lebenslang grün-weiß, gab fast schon lyrisch. Ja, aber diese rabenschwarzen Minuten, die haben auch tatsächlich irgendwie niemandem so wirklich Spaß gemacht. Es gab heute einige Minuten von den 90 Minuten, die auf gar keinen Fall Spaß gemacht haben. Das wird eine scheiß Nacht für uns alle, definitiv. Morgen früh werden wir es analysieren, Video machen und dann müssen wir es abhaken. Und dieses Video, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen zu Werder TV Insight nach dem 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga, Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Und da hieß es am Ende ja leider 2:6. Eine Heimniederlage. Tatsächlich mal wieder eine Heimniederlage. Lang, lang ist das her. Und für die Jüngeren unter euch haben wir mal nachgeschaut. Als wir das letzte Mal ein Spiel hier im Weserstadion verloren haben, ja, da waren die Bayern noch Tabellenführer. Da telefonierten die Menschen noch mit einem iPhone 8. Ja, und Fuck You Goethe 3 kam gerade neu in die Kinos. Und wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, der Hamburger SV spielte sogar noch in der Bundesliga. Tja, lang ist das her. Kurt Sauer zieht Bilanz. Ja, und auch wenn abzusehen war, dass das irgendwann irgendwie zu Ende gehen würde, dann hätte ich ganz gerne noch länger auf das Ende dieser Serie gewartet. So ist das ja irgendwie immer mit Lieblingsserien. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so ein Spiel mal erleben in dieser Saison. Ja, verrückt. Kann man sagen, wir haben versucht. Es ist natürlich, wenn du so eine gute Phase hast und alles läuft ganz gut, dann bekommst du eine, zwei Tore und dann versuchst du wieder den Spiel im Griff zu haben. Aber manchmal lässt du eine Lücke da hinten und passiert sowas. Und es ist schlecht natürlich, dass wir so mit so einem Ergebnis 6:2 so verloren zu haben. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ein bisschen gut, dass können wir Fehler korrigieren für das nächste Spiel. Und weil die Zeit bis zum nächsten Spiel so furchtbar knapp ist, fangen wir am besten gleich damit an. Es hat uns eigentlich sehr, sehr stark gemacht, dass wir gegen den Ball sehr, sehr bewusst immer die letzten Wochen aufgetreten sind und konzentriert aufgetreten sind. Und heute war, glaube ich, Konterabsicherung miserabel. Bewusst die Dreierkette gewählt heute, um gerade das zu verhindern. Das hat nicht so gut geklappt, um es mal flapsig zu sagen, also eher richtig beschissen geklappt. Jeder Konter war eine Chance oder auch ein Tor. Hatten natürlich heute auch in der letzten Reihe nicht unseren besten Tag. Und, ja, so einen Tag hast du mal, ne? Nee, das waren taktische Fehler, die wir heute gemacht haben und die müssen wir besprechen. Aber was ich auch sagen will ist, wir sind sogar nochmal wiedergekommen. Wir hätten nach dem 0-1, hätten wir 1-1, 2-1 eigentlich führen müssen, aus meiner Sicht. Dann zweite Halbzeit bei 0-3 aus der Kabine zu kommen, dann auf 2-3 ranzukommen, dann kriegst du wieder so einen Konter, da wirst du natürlich verrückt draußen. Aber so, ja, dumm, wie wir es heute gespielt haben, haben wir es uns auch einfach nicht verdient. Ja, tut uns natürlich leid, dass es heute passiert ist, aber ich glaube, so eine miserable Tagesform hat man einmal in der Saison und jetzt haben wir es ja hinter uns. Das klingt ehrlich, das klingt nach Analyse und damit können wir uns ja dann auch den schönen Dingen widmen. Pizza. Sonntag ist bei uns zu Hause traditionell Pizzatag. Ja, es, für mich ist sehr wichtig natürlich wieder Tor zu treffen, aber haben wir verloren. Aber für das Selbstvertrauen für mich ist es wichtig. Ich werde immer noch versuchen, das Tor zu machen und immer noch weiter der Mannschaft zu helfen. Der Pizzaservice, er liefert also wieder. Und so ganz nebenbei hat sich Claudio mit seinem Tor gegen Leverkusen an Nummer 2 in der Liste der ältesten Torschützen der Ligageschichte geschoben. Und was das Ganze noch ein bisschen bedeutsamer macht, ist seine Gesellschaft auf den Plätzen 1 und 3, wie ihr jetzt sehen könnt.
Oldie but Goldie, getreu dem Rehagelschen Motto, ich kenne keine alten oder jungen Spieler, ich kenne nur gute oder schlechte. Ja, deshalb unser Typ der Woche, heute Otto Rehagel. Den Typen, der jetzt kommt, den müssen wir jedes Mal so nehmen, wie er ist, egal ob alt oder jung. Jetzt kommt Uwe. Wir sehen uns in der kurzen Pokalwoche wieder am Freitag bei Werder TV Inside. Ich hoffe, ihr klickt dann wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Erste Halbzeit. Zweite Halbzeit, 2-3. 6-2. Na, das war's, oder? Ich bin enttäuscht, aber nicht bösartig enttäuscht oder so, weil wenn wir jedes Spiel gewinnen, dann sind wir deutscher Meister. Und dass wir nicht jedes Spiel gewinnen, das ist doch wohl jedem klar, oder? Wir haben verloren, aber auch gegen jemanden, der definitiv besser war. Ich hoffe nur, wir haben daraus gelernt oder wir lernen daraus und machen es nächstes Mal ein bisschen besser. Das Spiel will ich abhaken. Ich denke jetzt schon am Mittwoch, weil da geht es im DFB-Pokal und da soll es bitte so laufen. Mein Leitspruch: Nur wer verliert, weiß, wie schön es ist, wenn man gewinnt. So. Ha, ja.